Sie chatten mit Freunden, sie recherchieren für die Schule, sie gucken Videoclips und spielen online. Im Alltag von Jugendlichen haben digitale Medien mittlerweile einen festen Platz. Doch ist der Medienkonsum noch gesund? Auf einer Pressekonferenz am 3. September 2014 in Berlin hat die Techniker-Krankenkasse dazu eine Studie zusammen mit einem neuen Informationsfilm vorgestellt. Die Studie untersucht, wie es um die Mediennutzung der 12- bis 17-Jährigen in Deutschland steht und wie sich das auf ihre Gesundheit auswirkt. Zum einen machen die Smartphones selber in der Tat krank. Unsere Jugendlichen sind immer erreichbar. Wir haben gerade von Frau Nahles der Initiative, Menschen, die arbeiten, sollen nicht immer erreichbar sein. Jugendliche sind nonstop erreichbar. Das heißt, allein das macht krank, macht Stress. Und zum anderen sehen wir, dass durch diese massive Nutzung von modernen Medien teilweise das Freizeitverhalten sich ändert. Das heißt, Kinder bewegen sich nicht mehr. Wir sehen bei sehr vielen Kindern, Jugendlichen 20-30%, dass sie weniger als eine Stunde am Tag sich nur noch bewegen. Das ist weniger, als wir gesundheitlich empfehlen. Von daher muss man hier aufpassen und als Krankenkasse versuchen, mit Rat und Tat beiseite zu stehen. Laut der TK-Studie findet die Hälfte der Eltern, dass ihre Kinder zu viel im Netz sind. Fast jeder siebte Elternteil glaubt sogar, erste Anzeichen von Online-Abhängigkeit bei seinem Kind zu erkennen. Trotzdem limitieren nicht einmal 40% der Eltern den Netzkonsum ihrer Kinder. Ich würde rückblickend sagen, dass man die Zeiten viel stärker reglementieren muss, die ganze Nutzung reglementieren muss. 3 von 10 Eltern kontrollieren auch nicht, wo ihr Kind im Internet unterwegs ist. Ein Fehler, findet Holger Brag, der den Film für die TK produziert hat. Ich glaube, es ist nicht sinnvoll, mit den Kindern in einen technischen Wettbewerb zu treten, wer die besseren Sperren aufbaut und wer sie dann besser umgeht. Sondern da muss man sich schon mit den Kindern auseinandersetzen. Wenn das nicht geht, muss man ganz klar den Zugang verringern. Und das nicht nur mit technischen Sperren, sondern zur Not einfach das Gerät abschalten. Grundsätzlich gehört ein Computer oder ein Fernseher nicht ins Kinderzimmer. Der Film erklärt Eltern und Pädagogen, wie Kinder den gesunden Umgang mit digitalen Medien lernen können. Dafür sprach der Filmemacher mit Eltern über das Leben mit den digitalen Mitbewohnern, befragte Jugendliche zu ihrem Konsum und Gesundheitsexperten zu den gesundheitlichen Folgen. Man muss sich klar machen, das mag bunt und laut sein und piepsen und sonst was, aber es erzieht zur Passivität. Dieser Bewegungsmangel ist eine der Kehrseiten des Medienkonsums. Wir haben es einerseits damit zu tun, wenn zum Beispiel Kinder ihre Freizeit wie in der Schule auch zu Hause aussitzen, dann kommt es natürlich einerseits zu körperlichen Beschwerden, zu Haltungsschäden, auf der Verhaltensebene natürlich zu erhöhter Reizbarkeit und zu Konzentrations- und zu Lernschwächen. Die TK-Studie zeigt, fast ein Fünftel der Heavy-User leidet an Rückenschmerzen. Bei den Kindern mit normalem Konsum ist es nur jedes Zehnte. Auch die mentale Fitness verschlechtert sich. 30% der Extremsurfer leiden an Konzentrationsstörungen. Ein Viertel hat Kopfschmerzen. Bei den Jugendlichen mit unauffälligem Netzverhalten ist der Anteil jeweils etwa halb so groß. Eltern und Pädagogen sollten sich also frühzeitig um die Vermittlung eines gesunden Umgangs mit den digitalen Medien kümmern. Auch dabei soll der Film der Techniker-Krankenkasse Jugend 3.0 mit Sicherheit im Netz helfen. Der vollständige Film und Bonustracks können auf www.tk.de angesehen werden und sind auch auf DVD erhältlich. Auch der Studienband Jugend 3.0, abgetaucht nach Digitalien, kann bei der TK bestellt werden.